Kaliningrad ist die Hauptstadt der russischen Oblast Kaliningrad, die wiederum die westlichste Oblast und Exklave Russlands ist. Sie befindet sich knapp 400 Kilometer westlich des restlichen Russlands und grenzt an Polen und Litauen sowie an das Baltische Meer. Gemäß dem Potsdamer Abkommen wurde Kaliningrad nach Kriegsende unter sowjetischer Verwaltung gestellt. So wurde die Stadt Teil der Sowjetunion und später zur Russischen Föderation. Heute hat die Stadt längst ihre alte Einwohnerzahl wieder ergattern können. Knapp 500.000 Menschen leben heute in der Stadt. Der größte Grund dafür ist die Tatsache, dass nach dem Zerfall der Sowjetunion unzählige Russen, die aufgrund der Unabhängigkeit der baltischen Staaten zu Minderheiten geworden waren, nach Kaliningrad und somit nach Russland zogen. Natürlich ist die Kaliningrader Oblast für Russland heute ein geopolitisch wichtiger Punkt, denn dadurch kann der eisfreie Zugang zum Baltischen Meer sichergestellt werden. Interessant ist auch, dass die russische Regierung in Kaliningrad eine Sonderwirtschaftszone eingerichtet hat, ähnlich wie es China in Hongkong und Shenzhen getan hat. So zählt Kaliningrad zu den für Investoren interessantesten Regionen Russlands, was sich Pass- und Zollkontrolle. Der kleine Grenzverkehr von Polen nach Kaliningrad ist ausgesetzt. Für die Bewohner der Region war es jahrelang möglich, ohne Visa die Grenze zu überqueren. Seit ein paar Wochen ist damit Schluss. Für die russischen Grenzgänger unverständlich. Bislang ermöglichte ein kleiner Aufkleber im Pass der Russen wie auch der Polen, sich gegenseitig ohne große Beschränkungen zu besuchen. Jetzt kostet ein zeitlich begrenztes Schengen-Visum für Russen 35 Euro. Bei einem Monatsverdienst von etwa 500 Euro viel Geld. Das ist nicht leicht. Es ist schwer, ein Schengen-Visum zu bekommen. Du musst eine spezielle Reise nach Polen organisieren. Du musst ein Hotel buchen und du brauchst eine Einladung. Der kleine Grenzverkehr brachte die Menschen zusammen, kurbelte die Wirtschaft an. So auch in der polnischen Grenzstadt Bartoszyce. Ganze Straßenzüge warten jetzt vergeblich auf die russischen Einkaufstouristen aus Kaliningrad. Zu den großen Supermarktketten kamen bislang sogar regelmäßig Minibusse aus Kaliningrad und brachten Kundschaft. An diesem Morgen sind nur wenige russische Besucher da. Im Lebensmittelladen von Robert Piotrowski ist der Umsatz um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Wir kaufen hier ein, weil manches billiger ist. Insbesondere alles für Kinder ist viel günstiger zu haben als bei uns. Gern und bislang in Massen gekauft von der russischen Kundschaft, frisches Obst und Südfrüchte. Ebenso günstige Fleischwaren. Insbesondere Schweinefleisch, am besten lange haltbar, vakuumverpackt. Aufgrund des Importstopps hat die Schweineproduktion in Russland zugelegt, speziell in Kaliningrad. Manchmal sogar mit Hilfe westlicher Firmen. Die brauchen unser Fleisch gar nicht mehr. Auf der Landkarte sieht Russland aus wie ein riesiger, attraktiver Markt. Aber schaust du auf die Zahlen, ist das gar nicht so. Der russische Markt ist vergleichbar mit Spanien. Die Kaufkraft der russischen Bevölkerung ist nicht sehr hoch. Mit der Aufhebung des visafreien kleinen Grenzverkehrs entfernen sich Polen und somit auch die EU weiter von Russland. Die Einwohner auf beiden Seiten der Grenze haben ein Dauervisum für den Nachbarstaat. Meine Bekannten und Nachbarn fahren fast alle rüber nach Russland und kaufen dort Zigaretten und billiges Benzin. Ich mache das aber nicht. Braniewo in Polen, nur 8 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Der Ort hat 10.000 Einwohner, aber mehr Supermärkte als in manch anderer Großstadt. Die Russen kommen in die polnischen Supermärkte. Der Grund? Die Auswirkungen der Sanktionen. Waren im Wert von 500 Euro darf ein russischer Kunde täglich über die Grenze schaffen. Hier wollen alle hinfahren, es gibt mehr Auswahl, es ist billiger. Ich habe mir Schuhe gekauft. Etwas mehr als die Hälfte der Kunden in diesem Supermarkt kommen aus der Region Kaliningrad. Besonders begehrt sind Milchprodukte und Wurstwaren aus der EU. Also Dinge, die in russischen Supermärkten nicht mehr zu haben sind wegen der Sanktionen.
Bei uns ist alles viel teurer und hat schlechte Qualität. Käse gilt bei uns immerhin als Delikatesse. Wir fahren weiter zur Küste. Noch vor einem Jahr kamen Scharen russischer Touristen hierher, auch außerhalb der Saison. Seit der Ukraine-Krise ist das Geschäft aber eingebrochen. Auch die Porsche-Niederlassung profitierte bislang von der Kundschaft aus Kaliningrad. Der Filialleiter hatte sogar russischsprachiges Personal eingestellt. Erfolgsgeschichte: elektronisches Visa in Kaliningrad. Neuer Rekord erreicht. Spitzenreiter bei der Antragstellung sind Litauen, Lettland, Polen, Deutschland, Estland. Also genau die klassischen Länder, die man auch in Kaliningrad erwartet hatte.
Der Minister informierte, dass man in der ursprünglichen Planung davon ausgegangen ist, dass bis zum Jahresende 12.000 Visa ausgegeben werden. Dieses Ziel hatte man aber schon nach rund 10 Tagen erreicht. Hallo und herzlich willkommen vom Hamburger Flughafen. Heute machen wir uns als Team von Alex Reiseservice auf den Weg nach St. Petersburg und testen für Sie, wie das Ganze mit dem elektronischen Visa funktioniert. Gerade eben hier beim Check-in wurden unsere elektronischen Visa in Papierform kontrolliert, da es alle Angaben der Richtigkeit entsprechen, und dementsprechend wurde dann unsere Bordkarte ausgehändigt. Ein weiteres Update erhalten Sie dann, wenn wir gut in St. Petersburg gelandet sind. Nachdem Sie den Antrag online ausgefüllt haben, erhalten Sie nach ca. 2 Werktagen eine